Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Und ich habe mir jetzt eine Karte hier aufgemacht auf dem Handy. Ich finde diese neue Lage nämlich nicht. Ich würde mal fast behaupten, dass wir hier vollkommen falsch sind. Das sind wir nämlich. Wir gehen vom Ausgangspunkt erstmal, wir sind quasi im Südosten, laut dieser Karte. Das eine neue Lage liegt halt im Nordwesten. Würde ich die Gothic-Aufnahmen jetzt nicht mit OBS aufnehmen, sondern mit einem anderen Programm und sie danach noch bearbeiten, hätte ich jetzt noch so einen richtigen Facepalm halt eingefügt. Wo wir das gerade... Nein! Oh, Gottes Willen. Ich könnte den Gottmode mal gerade wieder... So. Kurzfristig ausstellen, bis ich wieder keine Lust habe. zum Beispiel hier bei diesem Schattenläufer. Ist doch einer, ne? Der wieder mal keinen Schaden kriegt. Außer beim ersten Schlag. Ja. Wobei das jetzt nicht so dramatisch ist. Ich muss den ja nicht angreifen. Ich muss ja Cheats... Ich muss nie Cheats nutzen. Aber ich nutze halt Cheats immer nur dann, wenn ich das Gefühl habe, das Spiel ist unfair zu mir. Wegen solcher Sachen wie dem gerade eben, dass man halt Gegner hat, die... Okay. Dass man halt Gegner hat, denen man keinen Schaden zufügen kann. Dass man Gegner hat, die unsterblich sind. Ich sage nur Faustkampf, ne? Dass man Bugs hat, ist auch immer wieder wichtig zu erwähnen. In Gothic ist es halt, sagen wir es mal so, sehr häufig, dass du Cheats nutzt, um einfach Bugs in den Griff zu kriegen. Das ist wie mit Skyrim. In Skyrim ist es halt nicht so heftig wie in Gothic, aber Gothic ist ja auch mega bekannt für seine Bugs, ne? Also, die schwiegen. Moin, moin. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ja, niemand. Da fällt mir auf. Ich halte mich da lieber raus. Dass ich hier falsch bin. Ich will nämlich zum Händler. Immer wieder dieselbe Leier. Da hinten sind nämlich Händler. Perfekt. Nicht schon wieder die beiden. Nee, das ist kein Händler. Hallo? Da. Herr Wache! Ja. Tschüss. Das wollte ich nicht. War Dexter nicht ein Händler? Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Zeig mir deine Ware, ne? Zeig mir deine Ware. Genau. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ja, schon für dich. So, der hat 3473. Ne, ich hab das. Ach, scheiße. Der hat 16. Ah, schön. Sure. Ja, gut. Das bringt mich natürlich nicht so viel bei. Huch! Wie mache ich das denn jetzt nochmal? Aha. Ja,
Ja, ich war gerade ein bisschen draußen. Budler Gardis. Noch ein Budler. Na. Lass mich vorbei! Zeig mir deine Ware. Ja, der hat zum Glück ein bisschen mehr. Huh. Ein Trollfell behalte ich mal lieber, weil ich noch nicht weiß, ob ich das nicht gebrauchen könnte. In irgendeiner Quest. Das weiß man ja nie. So, aber die Zähne und sowas, das sind halt wirklich typische Verkaufsmaterialien. So, Sumpfkraut behalte ich auch mal lieber. Die Wolfsfelle kann ich ebenso verkaufen. Das Wanzenfleisch, das behalte ich alles. Schriften auch. Nahrung. Kann ich theoretisch auch schon fast mit anfangen, sie zu verkaufen, aber mache ich jetzt noch nicht. Huch. Ja, stimmt, diese ganzen Ork-Waffen, ne? So, der hat ja 2880. Gut. Langbogen und Pfeile. So, Ausgleichen mit Gold. Ach ja, da verdoppel ich halt einfach mal fast. Ja, verdoppel nicht. Ich mach die Hälfte von dem, was ich jetzt habe, noch zusätzlich auf das Geld drauf. Hab ich 5000 Erz. Es ist halt in Rollenspielen irgendwann so, dass du reich bist. Und ich habe noch nicht mal das neue Lager. Ne? Ich habe nur 2/3 des Spiels bisher gefunden. In Gothic 3, denn bei meinem letzten Durchlauf war ich Millionär am Ende. Millionär. Ich glaube, ich hatte 1,3 Millionen oder so irgendwie so. Was ist da wahr? So. Zeig mir deine. Das wollte ich nicht. So, perfekt. Sag mal, welche Waffe hab ich? Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte zu meinem Haus. Die Frage ist jetzt nochmal gewesen, wo war das? Das, ne? Das mit dem kleinen Vordach, oder? Hey, du! Ja, ich. Was ist das denn eigentlich? Da kannst du dich nicht hinlegen? Ich dachte schon. Can't file. Was? Was? Ja, mein Spiel ist abgestürzt. Geil. Na, ja, super. Huch. Lass mich vorbei! Ja, ruhig! Also ich probiere es jetzt nochmal aus. Das hat ja zum Glück nicht die Überladezeiten. Es ist ja im Endeffekt das Gegenteil von Gothic 3. Da hat Gothic 1, also das mit den Ladezeiten ist halt echt, das ist super. Du kannst schön schnell dann starten und dann bist du drin im Spiel. Und in Gothic 3, da geht halt schon mal so ein Ladescreen. Hey, 20 Sekunden. Und ganz ehrlich, 20 Sekunden hört sich nicht viel an, aber
Das ist ein Rollenspiel. Da lädst du viel. Hey, du. Und ja, da ist halt, das kannst du nicht machen so ewig lange. Jo, Leute. Was hast? So, ich kriege ja schon jetzt in die Krise, wenn ich hier immer wieder bei meinem das nicht mal rausmachen muss, ne? An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. So, und jetzt muss ich irgendwie am Nordwestende der Stadt raus. Ich dachte, das wird. Ich vermute jetzt mal, das ist das hier. Und ja. Wo muss ich denn lang? 2 ist auf dieser Karte das alte Lager. Das heißt, ich muss nicht über die Brücke, sondern hier und dann die erste rechts ab. Das ist wie ein Navi. Folgen Sie der Straße für 300 Meter und biegen Sie dann rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Ne, ich muss nicht. Ja, das sieht gut aus. Ich muss mich hier scharf rechts runter. Dann soll da auch hier hoch ein Orkblatt. So. Ich speichere mal. Genau, da geht's auch noch. Anscheinend dann zu jemandem. Gut, das hätten wir auch. Ja, das geht gerade schon mal nicht. Ich dachte schon, der rennt auf mich zu. Irgendwie habe ich gerade Schritte gehört. So. Kann es sein, dass Scavenger wirklich die häufigsten Gegner in komplett Gothic sind? Aha. Ja, wenn da hinten der Typ ist, dann sind wir hier richtig. Oh, Goblins. Ich hasse sie in jedem Gothic-Teil. Jedem. Immer diese Drehung, ne? So elendig langsam. So, ein bisschen mitnehmen, ne? Wenn das hier schon auf dem Boden liegt. Dann ist das schließlich auch für das Gemeinwohl. Kalvaloren. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Mhm. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Aha. Ja, der kann ja mir gar nicht behilflich sein. Gut, dann gehen wir auch wieder zurück, weil das ist nicht der Weg, wo wir lang müssen, ne? Wenn ich das richtig verstehe, ja. Ich will noch hier diese beiden Seraphie haben. Na. Und jetzt auch noch inklusive des Scavengers. Wer braucht Bögen zum Jagen, also bitte. Hier sind ja noch mehr Scavenger, die alle sterben wollen. So. Das war's wohl. So. Na. Kann doch nicht sein.
Da ist eine Höhle. Will ich da rein? Ich weiß das noch nicht so genau. Höhlenbild. So. Moritz! Wie viele sind das? 6 Stück? Sehe ich richtig? Jetzt sind es auf jeden Fall schon mal deutlich weniger. Ja. Da auch nochmal. Das auch. Die auch. Die auch. Ja. Eine verwitterte Axt. Ein Nachtschattengewächs. Also eine Tomate. Ja, es gibt auch andere Nachtschattengewächse. Wir wollen ja hier schließlich nicht andere Nachtschattengewächse diskriminieren. Das geht im modernen Deutschland nicht. Dass man Gemüse diskriminiert. Mm-mm. Wir haben ja schließlich auch zu viele vegane Happies. So. Die übrigens darf man diskriminieren. Was? Jetzt krieg ich den Hate aller Veganer. Was ich sehe, lese erst Krüppel, dann steht da aber Knüppel. Gottes Willen. So, Spechien. Mit so einer Karte kommen wir doch schon viel besser zurecht, oder? Was höre ich denn hier für Geräusche? Ja, jetzt fliegt hier wieder so eine 747, so 5 Meter überm Haus her. Aber, Fun Fact, ich habe eine Hausratsversicherung, ne? Das ist noch nicht der Fun Fact. Aber in dieser ist mein Haus gegen den Absturz von Flugzeugen versichert, ja. Es ist wichtig. Gegen Erdbeben. Gegen Abstürze von Flugzeugen. Hochwasser. Es sind alles Gefahren. Gefahren des alltäglichen Lebens. Seid ihr wieder unsterblich? Nee, ihr seid einfach nur stark, also. Na, ich will nicht die tote Leiche anvisieren. Ach, Kacke. So, aber das hat geklappt. Das hat geklappt, das hat geklappt. Das kriegen wir auch nochmal hin. So. Es war halt nur so, dass nicht jeder Treffer gesessen hat. Ja, dann gibt es auch wieder sowas, was komplett verbuggt ist. So, ich finde es auch sehr lustig. Du schlägst sie, ne? Du kriegst das Geräusch. Aha, ja, ich habe getroffen. Oh, guck, ja, kein Schaden. Das ist Gothic in seiner besten Form. Jetzt muss ich mich heilen. Ach ja, genau. Wenn du übrigens getroffen wirst und das Geräusch hörst, hast du immer direkt 100% Schaden. Es ist also, für die Fairness wird das so gemacht. Ich mach jetzt einfach Pulling. Ja, egal. So. Pulling übrigens, ne, für die Leute unter euch. Die einzige Form, wie man Gothic erfolgreich spielen kann. Das ist eine Nummer.
Ja, nee, ist klar. Und da killt er die nicht. Ach komm. Sowas finde ich ätzend. Sowas finde ich ätzend. Dann haut der einfach so einen Satz raus wie, ja, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ganz im Ernst, das kannst du nicht bringen. Jetzt geht diese Konsole nicht. Ach ja, natürlich, weil... Ich hasse Autofahrvollständigung ja schon allgemein, ne? Es ist ja der absolute Scheiß, den es auf Handys gibt. Entweder sollst du zu deiner Legasthenie stehen oder lernen. So. Aber Autokorrektur ist einfach so. So bar, so richtig unnötig. Das ist halt so ein richtiger unnötiger Scheiß. Passt der zu Gothic? Oh. So. Ja. Lalalala. Wo laufen wir hin? Boah, das hasse ich an meinem Handy ja auch. Das ist einfach ständig direkt in die Tastensperre geht, wenn man es irgendwie nur eine Millisekunde nicht benutzt hat. Und das ist auch beim Autofahren, das ist super, ne? Beim Navi. Das ist Navi auf, fährst Auto, ne? Ja, ich mach Tastensperre, mach mein Bildschirm dunkel. Das ist super. Jetzt, das ist der Fahrsicherheit sehr dienlich, dass ich jetzt während der Fahrt das Handy entsperren muss. Die Bildschirmhelligkeit manuell hochstellen muss. Das ist super bei 250 auf der Automatik. Kann man immer gerne machen. Was ist das? Eine Kiste, die nicht funktioniert. Joa. Ist dann halt so. Sind wir hier jetzt richtig? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, dass hier richtig ist. Was ist das denn? Nein, das ist nicht richtig. Das sind Orks, sie dürfen keine Orks sein. So, auch wenn ich Überlänge mache, ein bisschen zumindest. Ich gehe jetzt nochmal komplett zurück zu Calvaron. Calvaron? Heißt er so? Calvasron? Und von dort. Ach, diese scheiß Tastensperre, Bildschirmverdunklungskackenmistmüll. So. Ich gehe auf diese Kreuzung. So. Dann geht es jetzt Calvaron. So. Dann ist das hier schon richtig. Ja. Genau, und dann gibt es hier die Kreuzung, die ich mir rechts abgebogen musste, aber links. Scheinbar. Nicht? Ist ein Tunnel. Ich werde dieses neue Lager in dieser Folge finden. Die kann auch 10 Stunden gehen.
Das ist so schrecklich wie Nordmar hier. Ich weiß nicht, wie ich zu diesem scheiß neuen Lager sonst komme. Muss ich da vielleicht lang? Hallo, hallo. So. Ja, was ist das mit diesem Handy? Hier war ich noch nicht. Denn sind auch Orks. Und erstmal ganz viele, ganz viele Wölfe. Nein, es sind Orkhunde. Es ist ein bisschen schlimmer. Oh Gott, ich werde sterben. Ich werde so sterben. Ja. Das war klar. Ich dachte, es wären Wölfe. Ja, weil doch einfach so ziemlich dieselbe Textur anscheinend hier in Gothic. Oh, wieso sind denn die überall Orks, Mann? Können die nicht einfach nur schnüffeln, neugierig sein? Hilfe! Alter, ich bin nicht in der Berliner U-Bahn! Ach, Mensch, ey. Was ist das denn? Sorry, das ist mir zu... Das ist mir zu viel. Cheat-Modus incoming. So, alles töten. Weil man hat auch einfach so null die Chance anzugreifen. Das finde ich auch sehr gut und sehr fair. Und dreckige Köter, ey. Das ist so ein anstrengend schlechtes System. Meine verfickte Fresse. Das, es macht auch halt einfach nur Spaß. Deswegen sehe ich es halt auch wirklich... Oh. Sehe es halt auch als wirklich nicht schlimm an, wenn ich cheate, weil ich will. Da habe ich letztens eine Riesendiskussion über Cheaten in GTA Online gesehen. Und
da war halt die Aussage, ja, wenn ich mir in GTA 5 Online Geld cheate, dann schadet das ja niemand anderen. Ich will nur meinen eigenen Spielspaß haben. Und deswegen verstehe ich nicht, wie jemand anderes mir das verbieten kann. Und dem konnte ich so ziemlich zu 100% zustimmen, weil der schadet niemanden. Niemanden. Aber nein, dann gibt es diese Leute, die, ich weiß nicht was, das ist neidisch oder die einfach alles mit korrekten Dingen haben wollen oder wollen, dass ich kann so natürlich nicht kommentieren. Um dann nochmal reden zu dürfen. Es gibt dann halt auch die Leute, die sich bei jedem Spiel sagen, ja, es ist alles Arbeit, ihr müsst euch das alles erarbeiten und 40 Stunden die Woche mit Zeitnachweis, sonst ist das, darfst du das nicht. Das sind ja wirklich diese Leute. Ich bin jetzt schon bei 30 Minuten, ne? Also ein neues Lager ist immer noch nicht in Sicht. Ach komm, das Geld, da machen wir gerade mal. So, es sind dann wahrscheinlich die Leute, die sagen, ja, also auch in Singleplayer-Spielen darfst du nicht cheaten, weil ich bin schlecht. Das gibt es zu 1.000.000%, gibt es diese Menschen, die das sagen würden. So. Klar, wenn ich mir einen Vorteil gegenüber anderen verschaffe, direkt, und der dadurch einen Nachteil hat, so, das ist nämlich wichtig, dann ist Cheaten scheiße, ne? Aimbots, Wallhacks, keine Ahnung, irgendwie in einem GTA heißt, keine Ahnung, den kompletten Heist überspringen durch Teleportation, finde ich auch, wenn nicht alle vier einverstanden sind, scheiße, weil der andere will vielleicht den Heist machen, aus Spaß, aus Interesse. Ich war einmal in so einem Heist dabei per Zufall, ja, fand ich jetzt nicht schlimm, weil ich den Heist halt schon mehrfach gemacht habe, aber, lieber wäre es mir auch gewesen, wenn ich den komplett gemacht hätte. Sind wir jetzt mal irgendwann da? Was ist das denn für Metallhunde? Klang echt wie Robocop. Meine Güte. So, übrigens gibt es bei mir gleich lecker, lecker Croissants. Was ist das denn wieder für ein Geräusch hier? Aua, ein Hund! So, ach, das ist doch kacke. Ich komme nicht... Was ist das für ein Geräusch? Das ist gruselig. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich einmal komplett im Kreis. Ich weiß nicht, wie ich zum neuen Lager komme. Ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Was ist das denn für einer? Kann der mir helfen?
So. Er ist schon mal ein Raucher. Wie wir gesehen haben. So, So. Aidan. Aidan Abdallah. Oh. So. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Mhm. Ja, kann ich. Müsst mir nicht zeigen. Ich, weiß nicht, wie ich zum neuen Lager komme. Daher mache ich was anderes. Ich gehe zu Torus. Wofür gibt es denn den schönen Befehl? Was? Gutu Torus. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.